Kraft und Genauigkeit. Philipp Mertens braucht beides. Der 28-Jährige hat seine Ausbildung zum Gerüstbauer als Bester in ganz Deutschland abgeschlossen. Nicht selbstverständlich, denn eigentlich wollte er zur Bundeswehr, hat aber auch mal kurz Informatik studiert und nur zufällig den Gerüstbau kennengelernt. Volltreffer. Teamarbeit ist das, was mir richtig viel Spaß macht. Und vor allem das selbstständige Arbeiten. Also man kommt morgens auf die Baustelle, man muss selbstständig feststellen, wie setze ich das nun um, wie mache ich das, wie baue ich das Gerüst auf. Und am Ende vom Tag sieht man dann, was man geschafft hat und kann glücklich nach Hause fahren. Philipp Mertens ist stolz auf seine Auszeichnung, gerade weil er so in den Beruf reingerutscht ist. Und das, obwohl er es mit der Höhe eigentlich nicht so hat. Mir persönlich ist es irgendwo auch leicht gefallen. Also mir hat es einfach Spaß gemacht. Ich habe mich gerne dahinter geklemmt und habe meine Prüfung einfach gerne mit einer guten Leistung abschließen wollen. Und ja, dass das dann so sehr gut geworden ist, das freut mich natürlich umso mehr. Inzwischen wirbt sogar sein Unternehmen mit ihm für neue Lehrlinge. Der Chef hat schon früh gemerkt, dass Philipp ein besonderer Azubi ist. Wenn man sich mit dem Herrn Mertens über seinen Beruf unterhält, dann kann man so sagen, auch an so einem trüben Tag wie heute, da geht die Sonne auf. Der ist so innerlich motiviert von dem, was er da tut. Und das macht auch allen, die mit ihm zu tun haben, Freude. Philipp Mertens will die Karriereleiter noch höher hinauf. Er hat den Meisterabschluss im Sinn und hofft, irgendwann Bauleiter zu sein. So genaue Ziele hat sie noch nicht. Aber auch Josie Martin hat ihre Lehre zur Schuhmacherin hier am Staatstheater in Kassel mit Bravour beendet. Die Ausbildung entdeckte sie am Tag der offenen Tür. Zufällig. Dann lief es wie geschmiert. Ihr Gesellenstück machte sie zur Innungsbesten auf Landesebene und dann deutschlandweit. Erst hatte ich gedacht, sie haben sich vertan und meinten nochmal den Landessieger, wo ich mir dachte, vielleicht einfach vertippt oder gemacht. Und ich habe es erst gar nicht so geglaubt, aber da kam nochmal eine E-Mail und ein Brief. Dann dachte ich, oh, das ist ja wirklich so. Ich habe einfach nicht damit gerechnet und bin einfach sehr glücklich, das geworden zu sein. Auch im Corona-Jahr bleiben die Anforderungen an die 20-Jährige hoch. Denn die Theaterproben gehen weiter. Es passieren einfach Sachen, die draußen nicht passieren. Es müssen Schuhe gemacht werden, die man draußen niemals machen würde. Wie halt Rokoko oder halt auch mit einem Metallgestell unten dran oder riesiges Plateau unten drunter oder auch für Männer. Sehr große Männer mit großen Füßen, Pumps. Es ist alles sehr spannend. Josie Martin ist glücklich, dass sie das macht, was ihr wirklich Freude bereitet. Das spürt auch einer ihrer Ausbilder. Man hat auch Auszubildende, wo es nicht so gut umzusetzen geht, einfach weil die, weil diese Auszubildenden, das handwerkliche Geschick fehlt ein bisschen. Oder so diese Kleinigkeiten, wo man sagt, das ist es jetzt. Und bei Josie ist es halt so, dass sie dieses handwerkliche Geschick hat und ja, für den Beruf anscheinend geboren ist. Auch die junge Schuhmacherin denkt darüber nach, ihren Meister zu machen. Durch den Sieg beim Bundeswettbewerb werden die Weiterbildungskosten teilweise übernommen. Einer der Vorteile, wenn man zu den besten Azubis in Deutschland gehört.